Ene mene Mista. Ene mene Mu. Weg bist du, du, du. Na, welcher ist der neue? Ene mene Mista. Ene mene Mu. Weg bist du, du, du. Na, welcher ist der neue? Ist doch eigentlich ganz schwer herauszukriegen. Welcher davon der neue ist? Die sehen ja beide praktisch wie neu aus, eigentlich. Ne? Der Lüfter ist übrigens auch hier dabei für den ESC. Ne? Hatte ich ein bisschen Panik, dass er nicht bei ist. Dubiose ist, dass der diesmal mit einer Box gekommen ist hier. Also eine richtige Umverpackung. Ich kann mich nicht erinnern. Nee, der andere ist ja so gekommen. Und der hier ist halt richtig in einer Box hergekommen. Ne? Hier sind die ganzen Teile, alles, Reifen, Driftreifen, Lüfter, Ladegerät, Werkzeug, da, scheiß Lion-Akku da, Sender da, aber ist doch kaum zu unterscheiden, wirklich, ist da wirklich kaum zu unterscheiden, offen klaffende Wunden hier, hier noch völlig unversehrt, Mann. Baby. Ich glaube, die wollen ihre komischen albernen 15C Lion-Akkus loswerden. Hier ist nämlich noch ein zweiter davon drin. Naja, sagen wir mal so, hat man Akkus für die WL-Toys. Ja, dafür sind die okay. Aber hierfür... Nein, danke. Die besten Akkus für dieses Teil sind tatsächlich preisgünstig. Sehr preisgünstig. Gibt es immer im Doppelpack diesen 3S-er. Ich fahre das Teil ja nur mit 3S. Mit nichts anderem. Mit 2S macht er mir gar keinen Spaß. Aber mit 3S unheimlich Spaß. 2200 mA, 30C. Oder noch besser, aber mit weniger Kapazität. Hier, Zop Power 3S 100C mit 1500 mA. Der 2200er ist kleiner
als der Zopf. Der hier passt aber nur hier rein. Der passt zum Beispiel nicht in diesen MJX HyperGo, weil er einfach zu hoch ist. Da kann man dann nicht mehr den Bügel hier nehmen. Und der hier zum Beispiel, also hier der Mini X-Max ist das jetzt hier. Da passt dann der perfekt hier rein. Ganz perfekt, Bügel geht zu. Deswegen habe ich da zwei Varianten. Empfehlenswert, die hier. Die, wie gesagt, machen gar keinen Spaß. Natürlich, liebe Leute, wenn man darüber nachdenkt, dieses Teil mit 4S fahren zu wollen, und man hat keinen 4Ser der Größe, kann man natürlich gerne hier zwei von diesen Dingern übereinander legen, mit einem Y-Kabel die verbinden, dass das dann 4S ergibt. Diesen wunderbaren Regler muss man dann natürlich rausnehmen und dann braucht man halt hier so einen, zum Beispiel so einen Regler, 120 Ampere, ich glaube die können teilweise 4S. Wenn man jetzt 2x3S machen will, dann braucht man, hat man halt 6S, da braucht man dann aber hier so einen Mamba Castle Regler. Der ist auch nicht mehr der neueste, aber der kann zum Beispiel 6S. Es wäre gar kein Problem, dieses Ding mit 2x3S, die ich euch gerade gezeigt habe, die gehen dann ungefähr genau bis hier, bis zu der Strebe in der Höhe, 2x3S, zack, hat man 6S, plus diesen Castle-Regler da, oder irgendeinen anderen Regler, der klein ist und 6S kann, ist aber eigentlich nicht notwendig, wäre Spielerei, weil das Ding mit 3S so brutal läuft, Leute, das geht so ab, dieses Teil. Also man steht auf dem Feld, auf der Straße, auf der Wiese, weiß ich wo, und sagt sich, ja, reicht aus. Also mehr als 3S braucht man nicht. Trotzdem juckt es mich irgendwie, das mal zu probieren irgendwie. Das Ding läuft wie am ersten Tag. Ne? Schaut mal, wie leicht gängig da alles noch ist an dem. Das ist, und guckt mal, was der für Wunden hat, ja. Der Wagen ist so verletzt, der ist so missbraucht worden, der ist so fertig. Aber er fährt wie am ersten Tag. Er hat kein Profil mehr, nichts mehr. Aber er ist von der Technik, ist dieses Auto wie am ersten Tag, wirklich. Okay, ein Lüfter ist mir kaputt gegangen, habe ich einen anderen Lüfter auf den ESC raufgemacht, auf den Regler. Und vorne diese scheiß Halterung. Aber ansonsten, Leute, nichts. Gar nichts. Ich habe dieses Auto, ich kann es ja nicht, wer es nicht gesehen hat, dem kann man gar nicht beschreiben, was ich mit diesem Auto gemacht habe, Leute. Das kann man keinem erzählen, was ich damit gemacht habe. Ja, das ist. Ganz furchtbare Dinge habe ich mit dem gemacht. Aber gute Autos, wie gesagt, braucht Tommy immer zweimal. Alle Autos, die mir gefallen, habe ich mindestens zweimal. Das war der Grund, warum ich mir nochmal einen bestellt habe. Weil ich fahre auf dieses Ding ab. Ich finde den so toll. Und wie gesagt, es gibt diverse Autos, da ging es mir genauso. Und da bin ich bis heute froh, dass ich die mir zweimal gekauft habe. Ja, einfach so, ist ein besseres Gefühl, mit dem zu fahren, wenn man weiß, man hat zu Hause noch einen nagelneuen zu stehen. Und außerdem, wer weiß, was ich hier, auf was ich hier noch für Ideen komme. Wie gesagt, 4S, 6S. Mal gucken, liebe Leute.